mal gespannt, was der dann hier immer so da lässt. Und wie dann hier die großen Pflanzen aussehen. Oh, es ist alles bereit. Okay. Wir gehen zurück. Sind denn hier eigentlich noch Nebenaufträge? Ah, hier. Jetzt müssen wir dann, machen wir dann definitiv, nachdem das in Hogsmeade jetzt gemacht habe. Dann mache ich erst die. Komm. Wir machen das jetzt. Ich brauche den Depulso-Zauber. Was für ein Schloss? Okay. So Leute, tatsächlich mal wieder ein bisschen Hauptstory. Würde uns jetzt bestimmt sagen, wo Ranrock ist. Hallo Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Und los. Die beiden machen nichts als Grüße, Ärger. Eddie. Gut, dass sie hier waren, als sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Mhm. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Jo. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Mhm. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Okay. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ich passe auf, keine Sorge. So, da gehen wir mal in diese Eberkopf-Gaststätte da. Ich habe keine Kohlköpfe. Hallo, schön dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde Sie hier. Tatsächlich?
Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Ist eigentlich eine gute Antwort. Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut... Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Mhm. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Beim Grab der Hexe. Ich will jetzt nur, wir müssen uns nochmal Kaukohl holen, weil das Ding ist nämlich, wir haben ja in der Aufgabe hier noch alle drei Kampfpflanzen gleichzeitig einsetzen. Dass wir das nicht vergessen. Deshalb. Ach, wo ist unser Pflanzen-Yogi? Guck mal, der ist doch direkt dort. Wollen wir uns mal schnell Kaukohl noch holen? Und dann gehen wir zu diesem Hexengrab. Und ja, Adi, das ist natürlich blöd, dass die Last-Gen-Konsolen das noch nicht spielen können. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Warte mal, hier gibt's das nicht. Gibt's das nicht. Niemand kann behaupten, meine Regale gibt's Kaukohl. Leer. So, Ollivander. Zaubertränke und Zaubertrankzutaten? Besenknecht? Das war einfach nur der Sportbedarf? Tierwesenbedarf? Ja, mehr Optionen bleiben ja hier schon fast nicht mehr. Oder halt diese fliegenden Händler, die dort so in der Welt dann so frei mal rumrennen. Die haben eigentlich meistens immer Kaukohl dabei. Der wird nichts haben. Viel Zeit und Ärger erspart. Das dachte ich mir nämlich schon. Oh, wir müssen mal aufräumen. Hat mal so viel Geld gehabt und haben das jetzt alles für unsere... für unseren Raum der Wünsche verdonnert. Aber wir müssen das dann halt und nutzen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Hau rein, Hein. Okay. Mit dem Kaukohl, das rennt uns ja auch nie weg. Was ist denn das für eine... Okay. So. Bereit. Gut. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise.
Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Revelio. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Ach was. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Was besonders? Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Okay. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Ich weiß noch nicht, ob ich ihm so richtig trauen kann. Ich werde sehnsüchtig ihre Rückkehr erwarten. Bitte passen Sie auf. Okay, warte mal. Ich will hier das noch anpassen. Die Sammlerhöhle. Lumos. Komm, trink. Revelio. Die Schmetterlinge? Ins Zentrum. Das falsche Ding hier. Lumos. Oh, hier ist doch einer. Motten. Seltsam. Ich finde das Spiel einfach geil, Sulu. Also ich würde wirklich sagen, für Harry Potter Fans oder ja Harry Potter Fans ist es halt wirklich ein Muss. Lumos. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Revelio. Ja, ein bisschen einsammeln hier. So, und dann ist hier was, oder wie? Konfinko. Lumos. Was ist das hier? Habe es mir auch gekauft, bei mir lädt es aber leider 11 Stunden runter. Ach du Schande! Ich glaube, hier ist noch jemand.
Was noch hier? Kollegen kennen wir ja schon. Haben wir ja auch nichts vergessen. Wir müssen mal unsere Talentpunkte aufverteilen. Wir haben doch heute so viel Level gemacht, ne? Warte mal. 2 verfügbare Punkte. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiehst, wird ein Teil der Gesundheit wiederhergestellt. Okay, das nehme ich mit. Weil bei uns ist ja eigentlich fast alles verflucht. Was ist hier noch bei Haupttalente? Perfekt abgestimmter Protego-Zauber lässt eine stärkere Explosion los, das gegnerische Schilde bricht. Supertreffer verursachen direkten Schaden. So, den nehme ich mit. Das hier. Irgendwas drauf. Hm. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Akio. Ups. Wenn ich ihn irgendwie antreiben könnte, aber agieren tut er jetzt auch nicht mit ihm, ne? Hier ist... Da oben ist auf jeden Fall die Motte. Das ist jetzt halt die große... Frage, weil ich sag mal so megamäßig viel mit was stoßen. Vengatum Leviosa. Impulso. Ach, hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Ja. Seht das ja auch, das. Warte mal, da soll eine Motte rein. Lumos. Kann hier nochmal einer herkommen? Ich glaube, jetzt wird es interessant. Lumos. Lumos. Ui, ui, ui.
Leute, das ist doch hier wieder so eine Knochenkacke. Kennen wir doch. Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Warum macht das denn? Oh. Legatium Leviosa. Macht er nicht. Rivelium. Accio. Legatium Leviosa. Mein Gott! Er macht nicht, was ich ihm sage! Jetzt mach doch! Oh, weil das edle Ding da unten feststeckt. Geht's hier runter? Dass hier noch mehr irgendwas davon ist. Er hat sich das doch dort oben auch dann alleine gemacht. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade, ne? Weil verstehe ich nie, wie ich hier wieder hochkomme. Weil das hat er doch alleine gemacht. Oder? Das muss auf die Brückenpfeiler, die dort sind. Oh, warum klappt es nicht? Akio, Legatium Leviosa. Jetzt alles hier hoch. Rebelli. Akio, Legatium Leviosa. Hinten ist ja auch noch Gelumpe. So macht er das nicht. Das hat. Warte mal, ich kann doch hier rüberspringen. Trottel. Ist euer Scheiß ernst gerade? Rivelium. Findet ihr das nicht ein bisschen merkwürdig? Ich glaube, ich habe mich jetzt hier viel zu lange dumm aufgehalten. Lumos.
Privilegien. Was hängt denn da? Das ist instabil. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Auf jeden Fall ohne Motte. Gut, jetzt können wir hier runter. Sonst sieht das hier auch so ein bisschen mau aus. Oh. Ja, links oder rechts? Natürlich dahin, wo wir nicht hin sollen eigentlich. Ja, bestimmt was ist. Aha. Shortcut. Okay. Das hat doch nichts mit der Plattform dann zu tun oder so? Wir gehen erstmal wieder zurück. Gleichzeitig gedrückt. So, hier haben wir wieder eine Kurbel. Zwei Motten habe ich jetzt auch schon gesehen. Wir werden erstmal eine hier dran bappen. Da geht dann dort nämlich die Plattform hoch. Nehme ich die andere Motte einfach mal mit? Sag mal so. Nee, warte mal, ist ja blöd. Wartet mal. Mann, ja erstmal hoch. Hier müssen die. Ist das dein Ernst? Motte? Das ist doch bestimmt noch was anderes. Ich will mich doch verarschen hier. Lumos. Kiste. Lumos. Bringt der da jetzt rüber so ganz cool? Ich krieg doch die Mod. Ich kann doch nicht gleichzeitig zaubern.
Wie? Zwar ohne Mist. Vor allem, der klettert ja hier und hier hoch. Das wirkt ja noch komplizierter. So, jetzt sind wir wieder beim Thema. Hier. Hier bin ich gekommen. Oh, da muss ich jetzt hier aber mal ganz kurz so ein bisschen nachdenken. So, Motte, Motte, Motte. Also wir haben die drei Motten. Das Krasse ist halt eben nur... Oder? Wartet mal. Soll die Motte... Ich sag jetzt einfach mal, ich hole die. Ach hier. Halt, Schwan. Alter. Ach hier. Lumos. Aber Mann, macht die da das krassige ist nur, dass wenn ich jetzt die Modde hole und zum anderen, wie komme ich mit der letzten dann dort hoch? Weil ich kann ja nicht gleichzeitig. Zumal es jetzt so wieder abgehauen ist. Lumos. Da haben David. Da hat David auch etwas gehangen. Lustigerweise hat Aaron ihm dann geholfen. Okay. Oder kann man die hier absetzen? Und dann von da oben holen? Ja. Ah, das kommt mit hoch. Lumos. Ja, ist ja schön und gut. Ich kann ja nicht. Ist das dein Ernst gerade? Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Die kommt ja jetzt nicht. Oder kriege ich die vielleicht mit? Ach hier. Tja, ich brauch die aber. Christian. Lumos. Einfach die Glubschen aufmachen. Da oben war ja auch noch ein. Ich habe jetzt nämlich überlegt, wie soll ich das machen? Mit der Motte an der Kurbel und. Ja. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lockrock sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Gott, die Hexe liegt draußen. Schwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davon gemacht. Lodgok. Den sollte ich Lodgok zeigen. Rivelio. So viel dazu. Es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Guck mal, da ist er auch direkt. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Klar. Ich kümmere mich darum.
Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Ich finde ihn trotzdem so, so merkwürdig. Weißt du, was ich jetzt so wirklich mache? Jetzt gehe ich schnell in meinen Raum der Wünsche. Also ich gehe da schon noch hin, keine Sorge. Hol mein Kaukohl, damit ich dann alle Pflanzen gleichzeitig dahin werfen kann. Das dann erledigt ist. Uiuiui. Zwei Kaukohle kriege ich nur. Gut, okay, cool. Kaukohle ist immer ganz wichtig. Wir gehen zur Weltkarte back. Was ist denn hier passiert? Und ja, muss halt hier hin machen jetzt, okay. Für unsere Aufgabe. Dass im nächsten Fight, und ich denke mal, da wird ja jetzt einer kommen, dass wir dort dann alle... Ah, muss ich da jetzt durch die Spinnen hier durch? Ne, die sind da unten. Nicht, dass ich Angst hätte. Gott! Gott! Gott, wie kann ich ihm helfen? Ein Niffler, Leute! Sein schreiender Niffler im Käfig! Ich will ihm helfen! Okay, ich weiß, dass du da bist, mein Guter. Ich mach dort oben die erstmal alle frisch. Sind sie? Die Erschwinderinnen. Komm, wir holen jetzt erstmal alle ab. Und jetzt kriegen die Kaukohl. Kriegen das. Hast schon genug. Warte. Und fehlt noch eine Alraune. Und da haben wir die Aufgabe. Sehr gut. Und jetzt kann ich mich hier um den Kampf kümmern. Oh Gott. Powertrank! Und nun zu ihm hier. Oh Gott! Drüben ist diese Merlins Rätselgeschichte da, die wir das letzte Mal Uni lösen konnten.
Moin Christian, hoffe dir geht's gut. Spielst du eigentlich noch Supercard oder gar nicht mehr? Lasu, grüß dich. Zurzeit spiele ich es nicht, weil ich das zeitlich halt einfach nicht hinkriege. Aufgrund von meiner Hogwarts-Sucht habe ich halt viel mehr Spaß dran gerade. Hole den Helm von den Dieben zurück. Hey, Mensch, wo ist er denn? Wo ist der Helm? Üben? Rebellion. Das war es. Da ist er. Das ist für Rookwood. Wir kommen mal ganz kurz klar, ja? Was muss ich Sebastian erzählen? Eine Erschwindlerin. Davon muss ich Sebastian erzählen. Verstehe, man sollte auch das spielen, was einen Spaß macht. Auf jeden Fall. Es geht doch um unser inneres Gleichgewicht. So, kann ich mich jetzt hier um den Niffler kümmern? Ich will ihn freilassen. Ja. Hallo, Homura. Seht ihr, wie der schreit? So, das ist ja drin, das Ding. Ich muss schon lange kein Schloss mehr aufgemacht. Du bist frei! Lauf! Lauf! Kann ich den irgendwie... Kann ich den nicht ein bisschen glücklich machen? Er rennt einfach nur weg. Ist okay. Lauf! Auf bald! Auf ein gutes Leben! Oh. So, bring den Helm zurück. Kann man hier drin fliegen? Sache. Schau dich schon sehr lange, bist echt sympathisch. Ich danke dir. Vielen Dank. Oh, Baum. Ist der oben? Unten? Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Genau. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Ist doch nur ein Helm. Für mich sieht er aus wie ein normaler Helm. Sie sehen nur, was er ist, aber nicht, was er bedeutet. Für die meisten Kobolde ist es mehr als bloß ein Helm. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Ja. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Ich weiß. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Ich weiß nicht. Er ist irgendwie komisch. Er ist irgendwie komisch. Okay. Wir haben die Aufgabe erledigt. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Okay. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Ah, jetzt. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe Dirk gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Wow! Jetzt sind hier aber auch wieder ein paar Aufträge reingekommen. Sunnyline, grüß dich, hallo!
Ey. Guckt euch das mal an. Okay, das ist Hauptmission sogar mit der Schwester von Sebastian. Bin ich sehr gespannt. Und guck mal hier oben, das müssen wir halt alles machen. Ist ja auch scheißegal für die zweite Prüfung. Sprich mit Deke. Kehre zu Professor Garlic zurück. Stimmt, wir haben die Aufgabe fertig. Kriegen dann Flipendo. Depulso. Haben wir jetzt Depulso gekriegt? Eigentlich schon, oder? Schnappsack und Webstuhl. Okay, die Pulse auf einen levitierten Gegner. Mit einem Schlüssel, okay. Sprich mit Sinoa. Und hier die Monde, ist klar, da sind wir dabei. Dann hier, macht sich Sorgen, weil ich mit ihr spreche. Ne? Viele Aufgaben. Wir machen kurzes Pinkelpäuschen, Leute, und ich gehe ein bisschen in mich, was wir dann so als nächstes da hier machen werden. Aber wir werden definitiv noch was machen. Ich hier drücke nur mal auf Speichern. Ihr wisst, Safety first. Man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, was passiert. Gut, Leute, macht ein kurzes Pinkelpäuschen. Ich mache dasselbe und wir machen dann hier gleich weiter.